Am Rande von Sternberg finden sich in Lagerkomplexen aus DDR-Zeiten die geologischen Sammlungen Mecklenburg-Vorpommerns. Am 6. Mai 2023 gab es hier einen Tag der offenen Tür. Die Gäste konnten die Ausstellungen besichtigen und an Führungen teilnehmen. Hochspannend! Die geologische Entwicklung lädt zum Staunen ein. Vor Millionen von Jahren war das Land von einem Meer bedeckt. Die versteinerten Ablagerungen sind noch heute häufig im Land zu finden. Der international anerkannte Gerhard Stein ist häufiger Gast in den geologischen Sammlungen. Sein Thema: 8 bis 12 Millionen Jahre alte Gastropoden. Poden sind Schnecken. Also ich interessiere mich nicht nur für die Schnecken, sondern auch für die Muscheln, also die Bivalven. Und das Ganze ist aus der miozänen Nordsee. Das heißt, dieses ganze Gebiet war ja hier einmal Nordsee. Und ja, es ist spannend, eben diese Fauna zu bearbeiten. Die Sternberger Geologischen Sammlungen Mecklenburg-Vorpommern sind für den ambitionierten Bürgerwissenschaftler extrem kostbar. Auf einer Führung ging es mit dem Leiter der geologischen Sammlungen, Carsten Obst, in eine weitere Schatzkammer des Landes. In Sternberg lagern rund 70.000 Bohrmeter von ca. 400 Bohrungen. Die älteste, sogenannte Kernbohrung, stammt von 1879. Gerade zu DDR-Zeiten wurde auf der Suche nach Öl und Gas intensiv gebohrt. Der tiefste Bohrkern stammt aus 8.008 Meter tiefer Bohrung in der Nähe von Miro. Aber was macht heute den Wert dieser riesigen Bohrkernsammlung aus? Diese Kerne sind quasi nicht ersetzbar, weil sie teilweise aus großen Tiefen, 5.000 Meter und bis 8.000 Meter Tiefe stammen. Da muss man erstmal wieder hinbohren. Und jeder Bohrtag kostet so eine Anlage 50.000 Euro, jeder Bohrmeter vielleicht 1.000, 2.000 Euro in diesen Tiefen und jeder Kernmeter obendrauf nochmal denselben Preis, sodass es in Summe eine halbe Milliarde Euro liegen hier in Sternberg. Wir haben richtig gehört. Die Bohrkerne in Sternberg haben einen Wert von 500 Millionen Euro. Das geologische Gedächtnis des Landes lagert hier. Doch wer interessiert sich für dieses Gedächtnis? Wir haben also Nachfragen natürlich zum ersten von Forschungseinrichtungen, die hier wissenschaftliche Untersuchungen betreiben, gucken, wie sind die Ablagerungsbedingungen, welche Gesteine wurden in welchem Erdzeitalter gebildet und natürlich dann im zweiten Rennen auch Unternehmen aus der Wirtschaft, die hier sich das Material anschauen. Wie sind die Reservoireigenschaften? Kann man mit diesen Gesteinen was anfangen? Kann ich da genug Erdwärme, warmes Wasser rausholen? Gutes Stichwort. Die jüngsten Bohrmeter stammen aus Schwerin-Lankow. Hier konnte Geothermie nachgewiesen werden. Grund für die Bohrungen in Schwerin waren wissenschaftliche Arbeiten auch in Sternberg. Die Arbeitsgruppe aus dem Projekt www.sandsteinfazies.de um Dr. Matthias Franz und Dr. Markus Wolfgramm, der damals noch beim Geothermie in Neubrandenburg gearbeitet hat, die haben dieses Projekt vor etwa 10 Jahren ins Leben gerufen und haben systematisch die Kerne nicht nur in Mecklenburg-Vorpommern, auch in Brandenburg und nördlichen Sachsen-Anhalt untersucht, auch in Niedersachsen, und haben dort verschiedene Rinnensysteme auskartiert, wo Flussrinnen oder auch Deltarinnen dann die besten Sandsteine liefern, die für geothermische Nutzung gebraucht werden. Die Stadtwerke Schwerin nahmen am 28. April 2023 eine Geothermieanlage in Betrieb, im Beisein von Bundeskanzler Olaf Scholz und Ministerpräsidentin Manuela Schwesig. Und den Stadtwerken vielen Dank, dass das zuvor erfolgten Bohrungen in rund 1.300 Metern Tiefe, um das durch Erdwärme erhitzte Wasser zu erschließen. Rund 15% des Schweriner Fernwärmebedarfs können über diese Geothermieanlage abgesichert werden. Weitere Anlagen sollen folgen. Die Bohrkerne aus den jüngsten Schweriner Bohrungen lagern jetzt in den geologischen Sammlungen in Sternberg. Dieses Wissen kann künftigen Generationen dazu dienen, natürliche Wärmeressourcen unserer Erde zu nutzen. Übrigens, einen Tag der offenen Tür gibt es in Sternberg nur einmal im Jahr,
Aber Gruppen und Schulklassen können sich auch ansonsten zu Führungen anmelden, um mehr über das geologische Gedächtnis des Landes zu erfahren.